Hallo Leute, willkommen bei Leute Interview bei mir hier auf meinem Kanal. Und du darfst dich hier gerne mal vorstellen. Ich bin Matthias Heuch, ich bin der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen. Das heißt, ich bin in Rheinland-Pfalz dafür zuständig und kümmere mich darum, dass es Menschen mit Behinderung gut geht. Und dass sie die gleichen Rechte wie nicht behinderte Menschen haben. Okay, da habe ich heute mal die allererste Frage an dich. Mhm. Was für eine Behinderung hast du denn? Also ich habe eine Querschnittlähmung, das heißt eine Verletzung am Rückenmark. Das ist aber schon ganz lang her, das war 1984, das ist mehr als 20 Jahre her. Ich habe dann einen Verkehrsunfall gehabt und habe dann seitdem eine Querschnittlähmung. Und dann kann mich nicht so gut bewegen, bin auf einen Rollstuhl und auf Assistenz, auf persönliche Assistenz angewiesen. Okay, was genau machst du denn in deiner Abteilung? Wie kümmerst du dich denn um die Rechte für Menschen mit Behinderung? Also Menschen mit Behinderung, also du oder andere, wenn sie ein Problem mit einer Behörde haben oder irgendwie nicht klarkommen, dann können sie sich an mich wenden, anrufen oder eine Mail schicken oder auch einen Brief. Gibt's auch, bevor man einen Brief ankommt. Und dann schaue ich, dass das besser wird. Dann frage ich bei den Behörden nach, kann man da was anders machen, dass das besser wird. Oder ich schaue auch zum Beispiel, ob da vielleicht ein Gesetz nicht stimmt, ob da ein Gesetz oder eine Verordnung nicht in Ordnung ist. Und dann schaue ich, dann gebe ich Vorschläge ein, dass das besser gemacht wird. Genau. Die nächste Frage ist, war es für dich schwierig, Assistenz zu bekommen? Das ist ja schon ganz lange her bei mir. Zuerst war ich noch bei meinen Eltern. Aber das war schon klar, wenn man jung ist, da will man eine eigene Wohnung haben und raus von zu Hause, ne? Das ist ja kein Dauerzustand. Und damals ging das schon mit Zivildienstleistern, die gab es damals noch. Die haben bei mir geholfen und dann zum Studium. Ich habe in Mainz studiert, Psychologie. Da habe ich auch ein Zimmer im Studentenwohnheim gefunden, wo ich dann im Rollstuhl klarkam. Das war ganz klasse und dann bin ich ausgezogen. Und da habe ich dann auch mehr Assistenz bekommen. Erst über Zivildienstleistende und dann sind immer mehr Leute, die das auch hauptberuflich machen oder neben dem Job machen, dazu gekommen. Und das hat ganz gut geklappt auch mit der Zeit. Sowohl, dass die Kosten übernommen werden, als auch, dass ich Leute... Die nächste Frage ist, kommst du so mit deiner Behinderung im Alltag so zurecht? Also gibt es für dich im Alltag nicht... diese Alter Hindernisse oder beklagt oder Hindernisse, wo du gar nicht klarkommst, also vielleicht nicht Zug fahren oder so. Ja, also das finde ich ja das Spannende an dem Job, den ich habe, dass ich da, wo ich Probleme sehe, wo es Barrieren gibt, dass ich da auch immer gucken kann, kann man da was ändern. Es gibt immer noch viele Gebäude, Kneipen oder Gaststätten oder Kinos oder auch eine Arztpraxis, wo ich nicht reinkomme. Und in Mainz, in der Neustadt, da gibt es ganz viele alte Gebäude. Das ist ein Problem. Aber ich kenne auch schon ganz viele Gebäude und Kneipen, wo ich gut reinkomme, wo man im Rollstuhl reinkommt und dann ist das kein Problem. Oder auch Wege werden immer besser. Ich fahre zum Beispiel im Handbike, ich habe so ein Kurbelrad mit Elektroantrieb jetzt auch noch. Da mache ich gerne Touren. Gerade bei Bahnfahren, das teste ich immer ganz gerne, weil das finde ich ganz wichtig, dass Menschen mit Behinderung unterwegs sein können mit der Bus und der Bahn. Weil früher war das gar nicht möglich, da gab es überall Stufen und keine Aufzüge und das war ganz blöd. Da blieb keine andere Wahl, als nur mit dem Auto zu fahren. Und jetzt wird es doch immer besser, ne? Es gibt mehr Bahnhöfe, die zugänglich sind. Und jetzt sind auch ganz viele Züge dazu gekommen, wo man auch so einfach reinfahren kann. Deswegen fahre ich auch mal gerne Touren mit der Bahn, so durch Rheinland-Pfalz, an der Mosel oder durch die Pfalz und probiere mal aus, ob das auch alles funktioniert. Okay, das finde ich auf jeden Fall gut, dass es soweit klappen tut. Wie lebst du denn jetzt zur Zeit? Lebst du halt alleine oder in der WG zum Beispiel? Also ich habe eine eigene Wohnung und meine Assistenten helfen mir dann auch in der Wohnung klarzukommen. Oder wenn ich auch Hilfe brauche morgens beim Aufstehen, Duschen, beim Essen machen und so weiter, da brauche ich ja immer wieder Hilfe und da helfen mir meine Assistenten. Und die sind dann auch die ganze Zeit da, auch wenn ich arbeite. Ich habe ja einen vollen Job und bin viel unterwegs in Rheinland-Pfalz und da brauche ich dann auch die Hilfe dabei. Aber ich fühle mich da auch wohl. Ich wohne in einem Wohnprojekt, wo auch ältere Leute wohnen, Familien, Behinderte und Nichtbehinderte zusammen. Und das ist mitten in der Mainzer Neustadt.
Und also da, wo das Leben auch ist, und da fühle ich mich auch sehr wohl dort. Okay, gut, dass du dich da sehr wohl fühlst. Freut mich auf jeden Fall sehr für dich. Mhm. Hier an dieser Stelle möchte ich das Interview gerne mal beenden. Wie eigentlich alle Fragen, die ich so hatte dafür. Du kannst dich sehr gerne noch verabschieden und die Zuschauer. Ja, vielen Dank für das Interview. Ich finde es klasse, was heute passiert ist. Ja. Teilhabeplan in Bernkastel-Wittlich. Und jetzt können wir gleich mal zusammen Werbung machen, den Fragebogen ausfüllen. Wichtig. Genau. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.